Hallo liebe Zuschauer, heute bin ich wieder bei Oleg Lones in Weil am Rhein. Wir haben in der Vergangenheit mit Oleg über verschiedene Themen gesprochen und heute werden wir wieder was Neues ansprechen. Hallo Oleg, ja, genau. Und du möchtest heute über Bilder sprechen, so wie ich mitbekommen habe. Ich sag mal so, Fotografie vielleicht. Fotografie, ja, Bilder, genau. Über dieses Thema. Ja. Ich denke, das ist so interessante Geschichte, da in Werbebranche arbeitet man mit Bildern. Genau. Ja? Ja. Und die wissen in der Werbebranche, wie wichtig Bilder sind. Ja. Da nachgewiesen ist wissenschaftlich, dass 80% dessen, was wir sehen, bleibt hier im Kopf. Von Hören ist nur 30%. Also spielt eine wichtige Rolle. Also Bilder spielen eine wichtige Rolle. Und du hast dich jetzt da in letzter Zeit noch intensiver mit dem Thema beschäftigt. Und was kannst du uns dazu sagen, zu Bilder, wie wir das betrachten sollten, was für eine Rolle das spielt? Vielleicht muss ich einfach zurückspulen, zum Beispiel zu Anfang überhaupt, also das, wie ich dazu kam überhaupt. Weil, weil ich lange Zeit nie darüber, überhaupt kaum darüber gesprochen habe und deswegen denke ich mal, warum plötzlich jetzt so und so. Das heißt, ich komme ursprünglich aus der Ukraine, also zum Beispiel sowjetische Zeiten damals, als ich dann so mit Foto mich beschäftigt habe, da war natürlich so, sag mal so Steinzeittechnik und alles so in Schwarz-Weiß natürlich. Und ich habe natürlich damals schon Fotos gemacht, alles per Hand, mit dieser Steinzeittechnik, eigene Labor, Foto entwickeln, nur alles machen, komplett A bis Z. Und dann irgendwann kam ich nach Deutschland und habe gesagt, okay, jetzt habe ich dann erstmal mit Foto nicht beschäftigt, weil was mir aufgefallen ist, diese Fotos, was so Möglichkeiten, was so gab's, ja, da gab's zum Beispiel Profikameras, kann man sagen, habe gesagt, okay, das ist natürlich kein Geld noch für solche große Profikameras, aber diese Kompaktkameras, alles, was ich so bis jetzt genommen habe, gekauft habe, war nicht so meine Qualität entsprach. Also ich habe gesagt, Fotos entsprechen nicht meiner Qualität. Das heißt, so dieser Wow-Effekt ist nicht da. Also das Gefühl, wenn ich jetzt... Wir haben das alte System. Das war analoge Kamera und analoge Aufnahmemöglichkeiten. Ja, genau. Nicht, dass wir haben jetzt digital. Damals gab es das nicht. Genau. Das ist deswegen. Das war so. Ne? Aber irgendwie, ich habe von Gefühl, ich habe gesagt, nicht so, spricht mich nicht so an. Ich habe ein bisschen weggeschoben zum Beispiel. Immer wieder habe ich diesen Versuch gestartet, mit Foto mich zu beschäftigen und immer wieder nach neuester Kompaktkameras gekauft zum Beispiel. Und dann habe ich probiert ein bisschen und dann habe ich wieder zur Seite gelegt. Also diese Sammlung habe ich bis heute noch, also diesen Berger von Kompaktkameras, die liegen alle bei mir hier, kann man sagen, zum Entsorgen. Ja. Und ich habe jedes Mal mich selber gefragt, warum, ich habe früher so viel mit Foto beschäftigt so, und wirklich selber Foto entwickelt, alles gemacht und plötzlich überhaupt kein Interesse dafür. Also, das heißt, ich habe dann zwar, ich habe dann irgendwann, habe ich zum Beispiel diese Mobiltelefon, diese neues iPhone und so, weil so gab's und so viel Werbung, sagt, boah, unsere Kamera, solche Möglichkeiten, dann wieder neuer Versuch gestartet und haben mit iPhone sehr viele Fotos zu machen und so. Ja, besonders, dass mit diesen Telefons diese Möglichkeit entstanden ist, dass man nicht wie viel, 20, 30 Bilder pro Minute man machen kann pro Sekunde. Das heißt, deswegen, das hat mich so fasziniert erstmal. Ja, ich habe erstmal gedacht, boah, neue Möglichkeit, neue Technologie, neue, faszinierend und so. Ich habe tonnenweise Fotos gemacht, die dann später nur einmal angeschaut und nie wieder angeschaut. Also praktisch liegende bergenweise diese Fotos irgendwo gelagert irgendwo. Und das habe ich auch schon wieder mich gefragt. Warum mache ich solche Fotos und dann schaue ich dann nicht mehr an? Weißt du, so, obwohl das so schön ist. Das passiert nicht nur bei dir, das machen alle so. Also ich habe auch meine Erfahrung, wie viele Bilder man gemacht hat, die liegen irgendwo. Ja, irgendwas hat mich so stark demotiviert, muss ich sagen, dass ich dachte, gut, du machst das Foto, also vergisst du es später und so, weißt du. Und manche dann machen elektronische Rahmen, irgendwelche Bilder erscheinen. Aber das ist alles so irgendwie trotzdem so ein Zwang, weißt du, so irgendwie so, so ein bisschen so krampfhafter Versuch, irgendwas zu erinnern oder so, weißt du. Deswegen hat sich so mich stark zurückgezogen, sag ich mal so, aber ich habe immer einen Hintergrundgedanke gehabt, es wird dann garantiert, Entwicklung geht weiter, Technologie wird besser und was so, dann werden irgendwann möglich wäre, technisch gesehen, Fotos zu machen, die meiner Qualität entsprechen, wo ich dann sage, wow, das ist das, die Seele pur, wo sofort Gänsehaut, sofort Möglichkeiten da sind, wo Mensch,
diese Realität wegbeamen, also weißt du, komplett versetzen, diese neue Realität, so diese Zeitmaschine, diese Glücksmaschine, sag ich mal. Also, und so habe ich mir vorgestellt, so muss das sein. Und dann kam zum Beispiel folgende Situation, durch eigene Produkte, die ich so selber entwickle und so selber praktisch produzieren und selber verkaufen und so, bin ich dazu gekommen, dass ich gezwungen war, praktisch, sag mal so, Werbefotos machen für eigene Produkte zum Beispiel. Und dann habe ich dann angefangen, so ein bisschen aufzurichten, zum Beispiel auszurichten, mit besser Licht, bessere dies, bessere das. Also das heißt im Prinzip so eine Art eigenes Fotostudio aufgebaut, ja, eine Menge Geld erstmal investiert in diese Richtung und zu schauen, wie kann man Produkte besser darstellen und so. Und dann habe ich dann erstmal mit iPhone probiert und haben eine war aus iPhone habe ich alles rausgeholt, was man rausholen kann, so von Bildqualität und so. Manche waren so begeistert von diesen Fotos, aber ich habe gesagt, das stimmt was nicht, das stimmt, das funktioniert so. Irgendwie gefällt mir nicht so. Warum? Irgendwie sinnlos das Ganze, trotz allem. Und dann kam zum Beispiel Situation, wo ich gesagt habe, warum nicht ausprobieren mit richtiger Kamera? Also habe Mit ich welcher Kamera? nur richtige Kamera mit, Aha. von Sony zum Beispiel, ja, Aha. habe ich erstmal so einfache Kamera genommen und so zum Beispiel ZV-10 war das erste. Und plötzlich dann habe ich gedacht, stopp, wenn ich jetzt Vollautomatik-Foto mache, trotzdem gefällt mir nicht. Ich habe gesagt, warum nicht per Hand jetzt so machen, wie ich früher gemacht habe? Und haben wir per Hand alles mögliche manuelle Modus eingestellt. Plötzlich Foto waren in 3D praktisch so klar und so deutlich. Das hat mich so fasziniert, so weggehauen. Ich sage, Moment mal, was ist das? So plötzlich, Moment, dann verstehe ich, du hast einfach zurück sich ja, erinnert an das, genau, was wir früher gemacht haben. genau, Weil früher hat man tatsächlich, so wie du sagst, hat man alles eingestellt, wie kann man sagen, langsam an diese Geschichte angekommen, Gedanken gemacht, was ich fotografieren möchte. genau. Und dann Das kamen die war. Zeiten mit Digitalkamera, wo man klick, 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 klick gemacht hat. Genau. Und Ja? da zum Beispiel, also Leute kamen dann immer so auf Vollautomatik, warum? Weil es so bequem ist, muss nichts machen. Da Knopf drücken und Computer entscheidet für dich alles komplett, ja. Und das ist genau das, was mich sehr stark gestört hat und so. Dass diese Computer entscheidet für mich, aber macht Bilder, die sinnlos sind, also die mich nicht ansprechen, die überhaupt nicht. Also das hat so frustriert, weil so Fotografie meine Leidenschaft. Aber ich konnte das nicht so umsetzen, oder? Und dann, als ich dann angefangen habe, diese Produktfotografie erstmal zu machen, ja, und habe gemerkt, wie 3D da sowas rauskommt und wie der Effekt so stark war, dass ich dann erste Bilder, die ich gemacht habe, wenn ich jetzt diese Produktvideo zum Beispiel bei uns in Homepage veröffentlicht habe, schon nächsten Tag, wir haben Verkäufe verdoppelt und verdreifacht. Weil Leute haben diese Bilder gesehen, diese Produkte, die ich unbedingt haben. So, da haben wir gesagt, boah, interessant, genau richtige Foto, genau richtige Belichtung, alles komplett, alles stimmt, Technik stimmt, Objektiv, Kamera stimmt und so. Und dann habe ich gesagt, okay, was wäre, wenn ich jetzt auch zum Beispiel meine Schulung und das Ganze erweitere und so weiter. Und dann habe ich dann angefangen, ich habe dann eine eigene Kitesurf-Schule zum Beispiel oder eigene Snowboard-Schule, wo Menschen zum Beispiel lernen bei mir und dann erstmal ein Foto für die gemacht, dass sie so selber, sie selber erleben, neue Situationen, das andere Darstellung. Und die haben alle so begeistert angeschaut und sagen, boah, was ist das überhaupt? So war das wirklich so. So erlebe ich das Ganze wieder, immer wieder. Und Begeisterung war so groß, alle wollen meine Fotos haben. Ja? Und ich habe gesagt, interessant. Also, ich habe nicht gedacht, dass so Begeisterung kommt und so. Aber auch 40 Menschen, die diese Fotos gesehen haben, die haben gesagt, boah, das will ich unbedingt Snowboard lernen oder ich will ja Kitesurfen lernen oder ich will das und das lernen. Also die haben alle anderen Fotos plötzlich so reagieren plötzlich komplett anders, als ich hier erwartet habe. Und so. Und dann habe ich gedacht, interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, dann warum kann man nicht dann noch bessere Kamera kaufen? Also zum Beispiel, wenn schon so funktioniert, was gibt es noch Besseres? Und dann habe ich einfach zu informieren, immer mehr, bin ich bei Sony erstmal geblieben, ja, und dann habe ich gesagt, okay, was gibt das? Und dann habe ich dann eine Kamera genommen, die absolute Profi-Qualität hat, so höchste, bis jetzt so Preisklasse natürlich, aber habe gesagt, okay, ich investiere in sowas, ja. Und dann habe ich angefangen, voll auf diese professionelle Schiene praktisch umzusteigen mit besseren Objektive, bessere Darstellung. Ich habe natürlich sehr viele getestet, muss man sagen. Jahrelang vorher getestet. Also immer wieder, also mit anderen Objektive, mit anderen dies und das und billig und so günstig kaufen. So also ein bisschen so mehr Intelligenz. Aber ich merke, dass technisch gesehen, optisch irgendwie kommt so eine Grenze. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, keine Kompromisse mehr, machen wir richtig. Also mit richtiger Qualität, richtiger High-End-Ebene, so Profi-Ebene. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt damit? Also eigentlich, okay, eigene Produkte ist eine Sache, eigene Schulungen fotografieren, auch okay, kann man machen. Aber da kam ein Zwischenfall dazwischen. Also das heißt, ich bin immer im Urlaub gewesen, immer aktive Urlaub, also Sporturlaub. Also wir fahren irgendwo am Meer, wo ich Kitesurfing selber sehr viel betrieben, so Schulen gemacht habe. Oder egal, wo im Winter fahren, dann Snowboard fahren, also aktiv. Und jetzt, meine Familie sagt, warum machen wir nicht eine Städtereise?
Und ich habe gedacht, Städtereise, naja gut, was ist Städtereise? Schon wieder, du gehst zur Stadt durch, durchkennst ganze Routine, du warst einmal dort und dann vergisst du dann wieder schon, dass du da gewesen bist. Also irgendwie so vom Gefühl her, ich war dort und dann wieder schon vergessen. Also so Gedanke war. Also war überhaupt nicht motiviert. Aber zum Beispiel meine Kinder und so, die haben gesagt, nee, wir wollen das ausprobieren, einfach machen, einfach schauen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir. Also ich den 5 Tage 10 Städte besuchen. So. Also schon fast viel und so. Also im Prinzip war weniger geplant vorher, so, aber da haben wir doch irgendwie mehr besucht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich einfach Fotokamera. Vielleicht kann man interessante Bilder vielleicht entstehen. Und einfach für mich allein. So, ich habe nie gedacht, dass diese Bilder jemand zeigen würde oder so. Und dann, als ich dann diese Reise, Städtereise gemacht haben, habe ich dann also festgestellt, sobald ich einen bestimmten Winkel gefunden habe, sage, boah, interessanter Blickwinkel. Und das kann man so ein interessantes Foto machen. Ich mache Foto, schaue das eigene Bild an und ich habe Bedürfnis, dieses Bild nochmal anzuschauen. Also ich habe das Bild dann schon fast süchtig nach diesem Bild und ich sagte, unglaublich. Also durch Kamera, diese Blickwinkel und so, plötzlich Glücksgefühl auslöst. Also zum Beispiel, wenn du alles richtig machst, sofort Belohnung kommt, sofort Glücksgefühle ohne Ende. Moment, aber du Ja. hast du dir Gedanken gemacht bei Ich einem habe, Bild ja, oder klick, klick, klick gemacht? ich habe auf jeden Fall Gedanken gemacht. Das ist der Sinn der Sache übrigens. Weißt du, wenn man ja zum Beispiel in den Profibereich einsteigt, dann gibt es so einen einfachen Spruch, wenn du erst 10.000 Bilder gemacht hast, dann beginnst du nachzudenken überhaupt. Ja, weil Also, das geht ja. nach diesem System. Genau, Ich diese, klicke so viel wie ja. möglich, da komme ich schnell auf Ja, 10.000. genau. Und so. Und ich habe nie einfach diese Klick-Klick gemacht habe, weil ich sage, Zeit zu schade, weil du musst mir diese Bilder auseinandersetzen, sortieren, verarbeiten, bearbeiten. Irgendwas musst du machen, weil es raubt Zeit ohne Ende. Das hat mich so schockiert, so ein bisschen zurückgeworfen als das Ganze, weil ich sagte, das ist Zeit raubt ohne Ende. Weißt du, das ist im Prinzip mehr Energieaufwand, als du Hilfe, also als davon was hast. Und deswegen habe ich gedacht, muss man zum Beispiel, ich habe dann so eine eigene Methoden entwickelt, kann man sagen, ja, eigene Philosophie dafür entwickelt. Ich habe gesagt, du darfst Foto nur dann machen, wenn du so viel Gedanken gemacht hast, dass du nicht mehr weißt, was du noch besser machen kannst. Und dann darfst du abdrücken. Siehst du, das erinnert mich an was? Na, diese alte Zeit, analoge Zeit. Ich habe damals auch eine Kamera gehabt als junger Mensch. Und ich weiß, wenn ich Urlaub gemacht, als ich Urlaub gemacht habe, da habe ich 2 Wochen Zeit und ich habe so eine Rolle gehabt. Damals diese Genau. analoge. Und diese Rolle hatte zuerst 24 Bilder, dann waren 36, am Ende waren 72. Ganz, ganz große Menge. Aber genau war das, was du sagst. Man hat 2 Wochen Zeit und man hatte 36 Bilder. Und da konnte man nicht klick, klick, klick machen. Da muss man sich Gedanken machen, was ich mache. Und erstaunlicherweise, von diesen 36 Bildern waren am Ende 34, die man gemacht hat, weil man hat zuerst entwickelt und geschaut, was man von Bildern haben will. Und dann hat man gesagt, auch diese 34 möchte ich haben. Die sehen gut aus, ja. Und da konnte man sich erinnern. Also das war andere Vorgehensweise, andere Technik. Das kommt noch dazu. Das heißt, bei mir war ähnliche Situation. Also zuerst habe ich das Ganze vergessen, aber kam plötzlich Erinnerung aus Vergangenheit. Du hast nur so wenig diese Bilder, ja, und dann du musst es entwickeln, das ganze Zeit nehmen, dass das Zeit raubt. Da überlegst du schon, soll ich das wirklich machen? Also kostet nochmal Geld noch dazu, weißt du? Und dann habe ich gedacht, bei Digitalbilder kann man es mal machen und dann später löschen, was man nicht gefällt. Aber Problem liegt daran, später trotz allem diese Auseinandersetzung mit diesen Bildern. Weil dann irgendwann kommt so ein Punkt, wo du merkst, das wieder schon so, zu viel Blabla, zu viel nichts, weißt du? Und genau das habe ich mit allen Händen und Füßen versucht zu vermeiden. Also ich habe gedacht, stopp, Foto muss ganz andere Wirkung haben. Aber welche wusste ich noch gar nicht. Zum Beispiel diese so Städtereise zuerst hat mir ganz andere Türen geöffnet. Also ich habe festgestellt, wir gehen dann so spazieren und dann sieht interessante Bild so, da kann man so interessant so machen. Dann mache ich ein Bild, plötzlich, boah, unglaublich. Wenn ich jetzt anfange manuell einstellen, bedeutet, ich habe Blende, Verschlusszeit, ISO-Wert, welche Sensibilität, so das ganze Kameraprogrammierung, ja, unendlich viele Möglichkeiten. Also und jedes Mal, wenn ich jetzt diese Kondition im Kopf entwickle und dann genau so anstelle und dann Volltreffer, hat sofort als Belohnung Glücksgefühle, sofort. Ich dachte, wow, unglaublich, das ist eine Denkleistung. Ich muss jedes Mal, je nach Belichtung, je nach Blickwinkel, muss komplett umdenken. Also diese Das ganze. bedeutet, du vermittelst ein Gefühl, wenn du ein Bild machst, Das ist dass so. dieses Bild dieses Gefühl beinhaltet. Das heißt Gefühl, also du bist das mittendrin, komplett. Du hast Gefühl, du willst sofort dorthin.
Du hast sofort Gänsehautgefühl, du hast das Glücksgefühl, du hast Gefühl, das sind Zeitreise, weißt du, so wie Beamen, weißt du so. Und das habe ich erstmal für mich erlebt, weißt du. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehen wir weiter. Und dann habe ich 2 Schritte weiter gemacht, sag, Moment, warum habe ich das nicht gesehen? Ist noch besser. Dann mache ich ein Foto, dann mache ich 2 Schritte oder 1 Schritt weiter, du bist anderer Winkel. Moment mal, das ist noch besser. Also bei mir war so, dass ich dann zum Beispiel, sag mal, ob das egal wo, ob das ist Nizza oder Mailand oder Monaco, bei so einem 10 Quadratmeter war ich dann einen halben Tag verbracht. Konnte überhaupt nicht raus, weil so viele Möglichkeiten haben sich hier geöffnet, so viele Blickwinkel, die ich vorher nicht gedacht habe, sowas möglich ist. Weißt du? Und ich habe da extra aus Prinzip Kamera genommen, nur mit einer fester Brennweite, also kein Zoom mehr. Also feste Brennweite bedeutet, du hast zum Beispiel nur 24 oder nur 14 mm Objektiv oder nur 35. Und ich habe alle Objektive gekauft, die es gibt, also zum einfach zum Testen zu schauen, was passiert. Und ich habe festgestellt, aha, deine Füße sind dein Zoom. Du bist gezwungen, dich zu bewegen. Du bist gezwungen, näher auf dieses Objekt zu gehen oder ein bisschen weiter weg. Also du kannst nicht mehr zoomen. Also wenn jemand ein Zoom-Objektiv hat, dann steht da, bewegt sich nicht mehr und zoomt. So. Also, aber durch diese Zoomen, also du hast optische Verhältnisse sind anders, also Bildgestaltung deutlich schlechter. Und du hast eine schlechte Position vielleicht sogar, du merkst das nicht, weil du hast Zoom, da mache ich dann ein bisschen näher und mehr. Sobald du dich gezwungen zu bewegen, du siehst praktisch ganz andere Möglichkeiten. Optisch, Gestaltung ist anders, also Verhältnisse sind anders. Öffnen sich, wie gesagt, andere Universum überhaupt. Also das hat so stark auf meine Denkweise Einfluss genommen, dass ich muss mir vorstellen, ich beschäftige den ganzen Tag nur mit Foto, ganzen Tag Rucksack tragen, mit dieser ganzen Ausstattung, also war 16 Kilo zum Beispiel, war da bei mir Rucksack so schwer. Und ich stehe da und ich habe festgestellt, aha, Lichtverhältnisse haben sich geändert. Also jetzt muss ich Verschlusszeitblende ändern. Ich ändere das Ganze, aber auf einmal plötzlich jeder Atemzug zählt, weil Verschlusszeit manchmal so wenig Zeit zum Beispiel, oder sagen wir so, ich brauche mehr Licht, also das heißt, ich muss ja Verschlusszeit zum Beispiel länger machen, sowas, und schon jede Wackel schon hat Einfluss auf Bildqualität. Also schon jeder Atemzug schon zählt. Ich muss Luft anhalten, Körperhaltung, ein bisschen andere Winkel, ein bisschen so, ich will einfach zu testen. Also du machst Also auch die Bilder hauptsächlich ohne Stativ. ohne Stativ, aus Prinzip nicht. Also natürlich gibt es ein paar Bilder, wo ich dann die tiefste nachfotografiere mit 20 Sekunden verschlüsselt und so. Natürlich logischerweise mit Stativ und so. Aber so Bilder bis 2 Sekunden oder manchmal so, also sogar ohne Stativ oder 4 Sekunden habe ich schon geschafft, ja, so ohne Stativ und so. Und alle sagen, boah, so super scharf, so kann es aus, ja. Also fast unmöglich, ja. Also das heißt, Körperbeherrschung, diese Disziplin, jeder Millimeter zählt, jeder Winkel zählt, weißt du so. Du musst reindenken zum Beispiel, ein bisschen da, ein bisschen hier, ein bisschen andere Winkel, komplett andere Wirkung, komplett. Also das heißt, ich habe getestet, ich nehme ein paar Bilder, andere Winkel, ein bisschen so, ein bisschen so. Und schon gebe ich dann Menschen so zum Testen, die sagen, boah, das gefällt mir, aber diese bitte, Oberhammer, so super, super besser. Und genau diese Bild hier, mein Favorit war eigentlich, ja. Das sind so, kann man sagen, dass da versuchst du oder machst du Bilder mit bisschen Seele, Ja, dass die das, das ja, abbilden. mein Ziel war zum Beispiel, ein Bild zu machen, wo ich persönlich, wenn ich das Bild sehe, wollte unbedingt sofort das erleben. Ich wollte das sofort mittendrin sein. Weißt du, das ist Also die so, Gefühle sollten zurückkommen, wenn ja, du das Bild betrachtest von damals. das war mein Problem früher zum Beispiel, wo ich sagte, ich gehe durch die Stadt zum Beispiel, durch irgendwelche Sehenswürdigkeit angeschaut und dann habe ich gesagt, naja, gut, okay, angeschaut, okay, ja, war ich dort, ja. Und dann ein bisschen später, eine Woche später, schon vergessen eigentlich so, wie das war. Ich weiß, ich war dort, ja, aber irgendwie vergessen, weißt du. Und deswegen, es gibt so interessante Geschichte, weißt du, das war so ein Hollywood-Film, ich habe jetzt vergessen den Namen von diesem Film, aber es ging darum, einer spricht mit anderen und sagt, guck mal hier, du bist jung, dynamisch, du bist dann ganz klug und so weiter, du hast schon so viele Bücher gelesen und so weiter, du weißt über alles Bescheid, aber du weißt nicht, wie Sistinische Kapelle riecht. Also, und weißt du, das hat mir so einen Schlüssel gegeben, weißt du, so nach dem Motto, weißt du, kann man einfach erzählen, alles, was man will, aber diese reale Erlebnis, reale Buch, reale Geschichte, das ist das, was so im Leben dann wirklich dann bleibt, übrig bleibt, ja, diese echte Gefühle mit echten Emotionen, mit voller ganzer Bandbreite, mit alle Sinne. Und deswegen dachte ich mir, so will ich Foto machen, dass der Mensch zum Beispiel sieht diese Bilder und sofort in diese Welt, Universum sofort weggebeamt wird, dass er nichts nicht werden kann, weißt du Ja, so. also Bilder Das mit Seele. genau, So, das das ist kein sagen wir, Witz. Ich weiß, es gab diese alte Bilder, diese analoge Bilder. ja,
Und es gab, weiß, es gab Menschen, die diese Bilder betrachtet haben Ja. und von diesen Bildern sehr Ja. viel ablesen Genau. konnten. Die konnten über diese Personen Ja. sehr viel sagen, weil Ja. sie das gesehen haben. Genau. Und dann kamen diese digitale, so klick, klick, Ja, klick. genau. Denke ich, Das, durch diese klick, klick, ja. klick Geschichte ist die Möglichkeit, das anzuheften von Gefühl, von Ja. der Seele, komplett weggegangen. Ich denke, ich sage, ich weiß sogar warum. Ich habe mit Thema, mich Thema auseinandergesetzt, weil so viele neue Technologiekamera, die alle mit künstlicher Intelligenz mittlerweile sogar wird das ganz offen angepriesen, das ganze Werbung ganz kurz gemacht. Und ich habe gesagt, boah, super, was gibt es Besseres? Eine super Kamera kaufen mit künstlicher Intelligenz, du musst einen Knopf drücken, vollautomatisch und fertig. Das muss man nicht so kurzfristig. Also das wusste ich Also, gar nicht. Also so ja. ein Motiv Ja, wird echt. dadurch künstliche Intelligenz quasi gewählt. Nee, In nee, diese Richtung, künstliche richtig? Intelligenz entscheidet über ganz Einstellungen und Möglichkeiten. Ach Du musst so. eine Kamera nur ausrichten Ach und so. das macht der künstliche Intelligenz. Du musst einen Knopf drücken, ja. Also, und da habe ich dann so eine Kamera gekauft, die so absolute Hightech und so, aber natürlich Möglichkeiten gibt es auch manuell anzustellen. Und als ich diese paar Filter so gemacht habe, immer wieder mit dieser künstlichen Intelligenz, habe ich gesagt, Also die künstliche Intelligenz entscheidet, oder wie? ja, genau. Dass das Computer, der dann in die Kamera eingebaut ist, haben wir so, es entscheidet, wie man Bild gestaltet überhaupt. Und das habe ich dann so entschieden, über JPEG zum Beispiel Format. Und das ist übrigens das Gleiche passiert auch beim Handy, Mobiltelefon, überall. Das heißt, man fotografiert mit Mobiltelefon, das ist alles bequem, Knopf drücken, fertig, erledigt, ja. Aber Computer entscheidet, wie man Bild überhaupt zusammensetzt. Und deswegen, manchmal entstehen so interessante Bilder, manchmal Bilder sind so komisch, dass man sie mit Realität nicht zu tun. Vielleicht sogar schöner als Realität, vielleicht, ja. Aber diese Verschönerung in Wirklichkeit weg von der Realität geht. Das heißt, und das habe ich einfach getestet. Ich habe zum Beispiel dann genommen, so ein paar reale Naturbilder. Und mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel fotografiert, vollautomatisch, und habe dann mehr per Hand einfach, so wie ich denke, so eingestellt gemacht. Also solche Bilder so einfach so darstellen und dann halt eine Menge, Menge Menschen gezeigt. So, schau mal diese zwei Bilder. Welche Bild spricht euch wirklich an? Und alle haben gesagt, oh, diese Bild. Das war meine Bild von manuell. Also niemand wollte diese künstliche Intelligenzbild haben. Ja, weil Aber niemand wusste, dass es künstliche Intelligenz wird. Weißt du, das ist die Schönheit hat ja. was mit Realität zu tun. Ja. Und das ist so in der Kunst. Ja. Wenn wir Ja. zurückblicken, Ja. zum Beispiel Leonardo da Ja. Vinci oder Ja. andere wichtige Künstler aus der Vergangenheit, die haben realistisch was Ja, abgebildet. genau. Und aus dem Grund hat man gesagt, so Ja. schön. Ja, Ja? genau. Viele, denke ich, können Ja. sich nicht erinnern an sogenannte Künstler aus 20. Jahrhundert, Ja. die Ja. andere Bilder oder Ja. andere Werke gemacht haben. Die Ja. haben gehört, was da gemacht haben, aber Ja. das war nicht so schön, nicht realistisch, das war Ja, komplett was das ist anderes. genau das, was gerade jetzt im Moment umgekehrt passiert. Das heißt, zum Beispiel Hightech entwickelt sich weiter, Computerprogramme entwickeln sich weiter, alles entwickelt sich weiter, Bearbeitungsprogramme auch weiterentwickeln. Das heißt, jetzt kann man alle Fotos so bearbeiten, wie man will. Das kann man Himmel austauschen, kann man alles wegradieren, kann man was begradigen und Effekte hinzufügen und so weiter. Und ich sag mal, diese ganze Fotobranche, also ganze Profis, die es gibt, die steigen alle ein und fangen an, alles zu bearbeiten. Und wir sagen sogar, man muss ein Foto nur entwickeln. Das heißt, im Prinzip gibt kaum mehr Fotos, die wirklich real so eins zu eins. Also es wird immer so verschönert. Also das bedeutet, Also, die haben keine Seele, weil genau. das alles Ja, ist genau künstlich das. hergestellt. Das ist Ja. dann so ein Teil, Und das hat mit dem Foto, mit der Realität überhaupt nichts zu tun. ich sage jetzt noch dazu, warum zum Beispiel trotzdem so viele Menschen, die begeistert von diesen Fotos sind, da habe ich auch sehr viel Gedanken gemacht und habe festgestellt, das sind Menschen, die sehr stark geistbetont sind. Es gibt Menschen mit Seele leben und es gibt Menschen mit Geist. Ah ja. Und Geist, das ist also das, was so Logik entspricht. So 2 plus 2, 4, Ordnung muss sein, was ist so. Ja. Und deswegen, diese Geist, ja, die so, so ich sage dazu, schon fast analytisch, kann man sagen, analytisch denkt, ja. Und diese analytische, da, Farbe so schön oder bestimmte Betonung auf bestimmte Sachen und schon Geist, ah, schön, fertig. Aber in Wirklichkeit, das ist ein Geist, weil irgendwie entspricht irgendwelcher Geschmack. Für die Seele ist anders. Seele irgendwie, Mensch einfach so sieht einfach auf einmal und sofort, wow, sagt er. Also sofort Gänsehaut, einfach weiß nicht warum zuerst. Weil irgendwie sofort mit drin weggebimmt, weißt du, so eine Gesamtsituation. Und das Ganze zum Beispiel, mittlerweile geht verloren. Das heißt im Prinzip so vergleichbar, ich sag mal, diese Fotobranche ist vergleichbar mit Lebensmittelbranche.
Lebensmittel werden so hergestellt mit Kunststoff, irgendwelche Zusätze, chemische Zusätze. Also da ist nichts mehr übrig geblieben von das, was von Lebensmittel ist. Ja, also alles kunststoffmäßig hergestellt. Also ich sage mal, Menschen essen Tapettenkleber, wird das als Joghurt verkauft. Ja, ja. Also und Geschmackssinne komplett weg. Ja, also abgestumpft. Das ganze Wahrnehmung abgestumpft. Also das alles wird so stark abgetötet, schon fast kann man sagen, ja, dass es dann, ich sag mal, von Mensch nicht mehr übrig bleibt. Weißt du, Mensch ja, praktisch. Es geht nur um unsere Ja. Seele quasi stumpf Ja. zu machen oder Ja. da Zugang zu der Seele Ja. zu Ja. blockieren. Ja. Das mit Essen ist sehr, sehr wichtig, Ja. das ist so gerade verbunden, dass Ja. wir auch unsere Gefühle nicht haben, dass Ja. wir unsere dritte Auge nicht haben, dass wir Ja. den Zugang zu der Seele nicht haben. Genau, Das genau. ist mit Lebensmitteln Und genauso je gemacht. mehr du Bild manipulierst, ja, Ja. umso mehr praktisch wird plötzlich auf einmal wird dann so dargestellt, oh, das meistverkaufte Bilder. Also Himmel wird ausgetauscht, oh, schöner Himmel jetzt plötzlich, die Wirklichkeit nicht gibt. Oder zum Beispiel bestimmte Effekte werden so zugefügt, dass es diese Verhältnisse gibt es nicht. Aber Mensch praktisch immer mehr trifft ab, diese virtuelle Realität. Sag ich mal so, Seele wird immer mehr ausgetrieben, ja. Also wird einfach in Schwerpunkte irgendwie entschieden, zum Beispiel, wo, was ist das überhaupt? Jetzt hast du Kunst verkauft. Und ich habe festgestellt, zum Beispiel so, jetzt gibt es zum Beispiel sehr viele Informationen, in YouTube kann man sehen, so also meistverkaufte Fotos, meistverkaufte Bilder, so was so gibt, ja. Und das ist so alles so künstlich so stark bearbeitet. Das ist so praktisch auf einmal plötzlich so Leute dafür bezahlen, was nicht, 100, 200.000 Euro zum Beispiel so für diese Bilder, obwohl nichts dahinter steckt, aber wird das als Kunst verkauft. Also, Ja, und mit der entsprechenden Werbung geht alles. Also dann kann man auch ja, solche Preise genau, kann man natürlich auch regeln. Propaganda richtig machen und Ja. so. Und deswegen, meine Gedanke, mein Ziel war, so schnell weg davon zu kommen. Also deshalb habe ich das mich selber nur, sag mal so, erfunden. Ich habe gesagt, ich mache jetzt Rewe-Fotografie. Also warum? Weil Rewe, also revitalisieren, also wiederherstellen. Also wieder zurück zur Seele. Und als ich diese Städtereise gemacht habe und ich habe eigentlich gedacht, ich werde niemandem zeigen sowas und ich werde niemandem darüber sprechen, weil das ist so meine intime Angelegenheit, das ist so mein eigener Geschmack, meine eigene Reise, diese Foto, die ich mache. Ich habe nie damit gerechnet, dass jemand die Foto überhaupt gefallen. Also das heißt, ich habe gedacht, nur gut, das ist so meine Einsicht, mein Geschmack vielleicht, aber anderen Menschen garantiert schon anders gewöhnt und so und gibt garantiert tausendmal Besseres und so. Und deswegen, und dann habe ich dann irgendwann in meiner Schulung zum Beispiel, habe ich dann so ein bisschen erwähnt, dass ich gesagt habe, durch diese Städtereise hat mich so sehr stark, ich war immer fitter, immer fitter. So, weißt du, je mehr man auf Beine, diese Nuancen, jeder Atemzug zählt, Körperhaltung, überlegen, nachdenken, Gedanken machen, wie man noch besser. Ich habe gemerkt, wie das ganze Hintergrund läuft, läuft, läuft. Tagelang, wochenlang hat er weitergelaufen. Wie kann man noch besser machen? Wie kann man auf diese Feinheiten Nuancen, die ich vorher nicht gesehen habe? Warum habe ich so nicht gesehen? Du erzeugst so eine Art Qualität. Also, das ist diese Dichte, Gedankendichte dadurch. Also, ich habe gemerkt, wie ganze Körper arbeitet, ganze Seele arbeitet, so sprudelt alles, so quält, so wie sie so vibriert alles, ja. Also, das hat wochenlang hat er so ge Und ich habe gemerkt, wie es starker Einfluss auf meine Persönlichkeit genommen hat. Also Verbesserung. Das hat nie daran damit gerechnet. Das hat mich so weggehauen, weil ich werde immer fitter, immer fitter. Und ich sprudel von Ideen, von den Möglichkeiten. Ich sehe Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe. Warum habe ich das gesehen? Das ist so offensichtlich, aber ich habe das nicht gesehen. Also, das ist immer mehr andere Blickwinkel für Schönheit, für entwickelt so, für diese Glücksgefühle und so weiter. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann in so meine Kurse, so bei Seminare, ein bisschen erwähnt habe und haben gesagt, ja, wir verstehen nicht, wovon du redest, aber wir können nur spüren, dass es so begeistert. Aber kannst du irgendwie als Beispiele so zeigen, irgendwas, irgendwelche Bilder oder so? Ich habe gesagt, ja gut, schau mal bitte hier zum Beispiel. Und Leute praktisch so, wow, was ist das? Ich muss dazu sagen, da habe ich erstmal auf meine Laptop gezeigt, so 15 Zoll Laptop, und Menschen haben gesagt, wow, unglaublich. Also, das hat mir sofort Gänsehaut gesagt, meinst du wirklich so? Das ist auch nichts Besonderes. Also, das gibt's noch besser, so, oder? Nee, 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 das schon, guck mal hier und so. Aha, interessant. Und da habe ich gedacht, okay, schau mal, ich schicke diese Bilder euch zum Beispiel erstmal so per Telegram zum Beispiel. Leute, Bilder Telegram geschaut haben, auf ihrem Mobiltelefon, haben gesagt, das irgendwie wird so nichts Besonderes. Ich sage, hier, bei deinem Bildschirm, 15 Zoll, sieht schon deutlich besser. Ich sage, aha, interessant, größer, Spitze, größere. Okay, dann habe ich gesagt, ah, was wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel größere Bildschirm hole, zum Beispiel, ich habe dann 25 Zoll Fernsehen gekauft. Also, und diese große in 4K Qualität und so Auflösung, OLED zum Beispiel, OLED-Fernsehen, neueste Technologie und so. Und habe Menschen gezeigt, genau das gleiche Bild. Die haben gesagt, was ist das überhaupt? Das ist ein ganz anderes Bild. Und so. Ich sage, nein, das ist gleich so vorher schon.
gesehen haben bei Mobiltelefonen und so. Also man Ja, merkt schon, dass ja, die Technik, ja, die ja, neue technische ja. Möglichkeiten auch eine Rolle spielen. Ja, das heißt, Aber Menschen sind die reichen plötzlich, nicht aus. die werden dann so weggebeamt in neue Realität. Die sitzen da und Tränen fließen einfach so und sagen, was ist das überhaupt? Was für ein Bild ist das? So, was für ein Glücksgefühl? Was ist das, was da passiert? So. Und wir haben gesagt, guck mal hier, wenn man das noch kombiniert, mit alle Sinnen zum Beispiel, mit Musik und solche Sachen, ja. Und Ja. so sitzen Leute da und einfach sagen, ich verstehe nicht, was mit mir passiert, aber meine Eisberg schmelzt, also die Tränen fließen vom Glück, so Gänsehaut durch und durch geht. Ich sage, ja, interessant. Nie gedacht, dass meine Bild so starke Wirkung hat auf diese Menschen, weil das meine eigene an sich so, so denke ich. Aber sieht so aus, ich habe praktisch Menschen angesprochen, habe auf diese gleiche Wellenlänge so denken. Und die haben praktisch so mitgenommen, mitgerissen, diese Realität, weißt du so. Die werden sofort weggebeamt. Das ist sofort Wow-Effekt, weißt du so dazu. Das heißt, Also ich verstehe das, wenn wir Vergleich mit Lebensmitteln nehmen. ja. Ja? Das wichtig bei Bildern ist, zuerst sich diese Gedanken zu Ja, machen, was ich mache. genau. Also meine Seele quasi versuchen, in diesem Bild einzufließen. Ja. Das vergleiche mit Ja. Lebensmitteln, die zum Beispiel Ja. bioproduziert sind, also dass Ja. wir die beste Lebensmittel Ja. haben. Und dann muss man das bearbeiten, so wie du da Ja. machst, mit besten Möglichkeiten, Ja. dass das so super präsentiert wird. So wie Genau. der beste Koch von Ja. diesen Ja. Bio-Lebensmitteln beste, sage ich, Ja. Essen vorbereiten kann, das Und so schön aussieht, riecht und schmeckt. ja, deswegen habe ich auch festgesetzt, zum Beispiel, ich habe beobachtet jahrelang so, was so Videos gibt, zum Beispiel Lernvideos für Fotografie und so weiter, Profotografen, und die alle sprechen von diese Bilder bearbeiten. Ich habe gesagt, das, ja, kann man so sehen. Manche sagen ja, manche nein. Ich habe immer gedacht, ich muss Fotos so machen, dass ich so minimal wie möglich überhaupt anfassen muss, diese Bild, weißt du, das maximal Realität wie möglich und so. Manchmal je nach Belichtung, je nach Situation nicht immer 100% möglich, aber man dann versucht mal minimal ein bisschen Kontrast anzupassen, so dass es genau diese Realität so entspricht, so wie ich gesehen habe und so. So meine Philosophie, so Gedanken. Und dann habe ich festgestellt, alle diese Profis, die so Empfehlungen machen, die machen so. Und ich habe dann meine Bilder angeschaut und die Einstellung, so Moment, ich mache genau das Gegenteil davon. Weil die hauptsächlich auf die Ja, Technik setzen. Ja, genau also das. das Sie ist dann benutzen am diese Ende. Technik, ja. Das ist so, wie ich sage, den Ko Ja, der mit dem ja, Koch, ja, der kann, wenn er da ja. die Grundlage nicht bio, nicht beste Ja, Produkte hat, ja. das am Ende kommt, wird Ja, das nicht wieder. genau. Weißt du, das ist so vergleichbar, wie ein Mensch auch so von lauter Bäume Wald nicht mehr sieht. Weißt du, Ja. die machen Fotos und so, die sind von sich überzeugt und so, und vielleicht sogar gut und so, aber wenn man dann vergleicht später, was ich so mache, sagt, Moment, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und so, warum mache ich so alle Einstellungen genau im Gegenteil, was offiziell so empfohlen wurde? Weißt du, das habe ich nicht extra gemacht. Das habe ich nur durch meine eigene Forschung, meine Gedanken gemacht, warum so, weil in Wirklichkeit muss man ganz anders an Sachen gehen, muss man anders Sachen, ich sag mal so, um darzustellen, muss er technisch besser verstehen, muss er die Einstellung von der Kamera besser verstehen, muss er so viel verstehen. Und da habe ich das so, diese, ich sag mal so, berühmte Städtereise, ja, habe ich da so damit mich Tag und Nacht beschäftigt. Das war so weit beschäftigt, dass ich sogar nicht gemerkt habe. Stell mal vor, ich überlege da, aha, wenn ich jetzt so Situation so habe, was wäre, wenn, was muss ich so einstellen, dass es maximale Wirkung hat? Und mache ich mir Gedanken und dann denke ich so und so muss das sein, dann stelle ich genau diese Werte, mache ich ein Foto, Volltreffer. Jetzt versuche ich mal alle Änderungen zu machen und es ist schlechter. Also vorher, was ich ausgedacht habe, was ich vorstellbar, genau perfekt, Volltreffer. Also jeder Profi-Fotograf dann sehr viele Bilder machen, Testbilder und irgendwelche Sachen. Ich mache nur einmal und 100%, ja. Und so. Und dann sogar, ich fahre Auto und dann sehe ich mal, Auto zum Beispiel Geschwindigkeit wird angezeigt. Und dann sehe ich dann zum Beispiel 70 steht, also 70 Kilometer pro Stunde. Was mache ich Gedanken? Welcher Blender passt jetzt dazu? Ja gut, das ist so. Und da habe ich gedacht, so, jetzt bin ich jetzt komplett so Ja. fertig. Jetzt kann man Licht ausschalten. Also, weißt du, jetzt schon bin so weit. Also, Ja. wenn ich schon so bei Geschwindigkeit Blende nachdenke, dann Ja ist es wirklich gut, so weit. aber Ja, nur dann kann also, man einen Erfolg haben, wenn man voll dabei ist. Und genau, genau das ist das ist so, wenn man sich ständig Gedanken macht, wie kann ich das, egal was man macht, wie kann ich das noch besser machen? Nur dann kann man diese Verbesserung haben. Wenn man das stellt, dann passiert nichts, da Bei kann man nichts Fotografie zum verbessern. Beispiel habe ich festgestellt, unbegrenzte Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten, so weit. Also ich beschäftige mich schon so lange, aber ich merke, ich bin gerade Anfänger.
Also ich fange erstmal an, so auf Deutsch gesagt, weißt du, weil es vertiefen in diese bessere Technik, bessere Hightech, bessere Möglichkeiten und so, öffnen sich ganz andere Möglichkeiten überhaupt, ja. Und öffnet sich so viel, dass ich gemerkt habe, dass eine gravierende Wirkung auf meine Seele gemacht hat, zum Beispiel. Ich habe ja gedacht, warum habe ich das früher nicht gemacht? Ich frage mich jetzt aus heutiger Sicht. Also ich habe dann so das Ganze in Begeisterung weitererzählt und so. Und eine Menge Menschen haben mittlerweile bei mir Fotokurse gebucht, denn sie wollen unbedingt lernen. Und wir haben diesen Kurs durchgezogen. Wir haben sogar durch mehrere Länder, Schweiz, zum Beispiel Frankreich, Italien, sogar Monaco haben wir so mitgenommen und so weiter. Oder hier machen wir bei uns und so weiter. Und all mein Alter, und da kamen Menschen, was mich so absolut, ich sag mal so, fasziniert hat, die schon so viele Fotokurse besucht haben, so viel überall gelernt haben. Also die haben eigentlich schon selber Profis, sag mal so. Und dann kamen zu mir zum Lernen. Sag, wieso? Also du weißt schon alles. Sag, ja, aber deine Fotos sind so mit Seele und so. Meine Fotos so, was ich bis jetzt gelernt habe, das war so, nur ja, Fotos, ja so. Ich sag, interessant. Und so. Und dann haben die dann später mir bestätigt, sag, aha, weißt du, deine Philosophie, alles, wie du machst, ganze Strategie, Einstellung, im Gegenteil, was offiziell bis jetzt beigebracht wird. Sagen, gut, das habe ich nicht extra gemacht, das habe ich nur rausgefunden. Vielleicht wird das extra so in Fotografie so gemacht. Menschen so wird so offiziell beigebracht, damit sie von der Seele wegkommen. Weißt du, vielleicht das ist Strategie dahinter, vielleicht das ist das tatsächlich so, Das weil, kann man so vermuten, dass das das so heißt, das ist, hat ja. mir so als Klick gemacht, als ich dann einen Anruf bekommen habe von einem Musikprofessor und er hat gesagt, wissen Sie was, das, was Sie so mit diesen Kopfhörern, was Sie so entwickeln, machen, diese ganze Musikentwicklung, was Sie alles machen, beobachte Sie seit Jahren. Ich bin fasziniert von Ihrer Arbeit, weil ich leider sehr stark als Professor, Musikprofessor, weil jetzt wird alles so entmenschlicht. So, also Musik wird entmenschlicht und jetzt kann man nicht als Professor, so, ich habe so alte Schlag, sagen wir mal so, so der Professor, der hat gesagt, leider so stark darunter, weil das wird so ein künstlich so aufgezwungen, praktisch so weg von der Menschlichkeit zum Beispiel zu kommen, ja. Und da habe ich gedacht, aha, wahrscheinlich Fotografie läuft ähnliches Situation. Das wird so immer wieder durch verschiedene Einflüsse, bestimmte Schulen, Informationen so gegeben, plus künstliche Intelligenz noch dazu, ja. Und mittlerweile kann man, sag mal so, als Beispiel künstliche Intelligenz kann man sogar Auftrag geben. Es gibt so diese GPT oder so, zum Beispiel Chats und so. Die sind zum Beispiel sagen, mach mir ein Bild, der so und so aussehen sollte, so und so und so. Und künstliche Intelligenz tatsächlich macht dieses Bild. Theoretisch gesehen brauchst du keine Foto mehr. Du kannst einen Auftrag haben, so einfach so aussprechen oder schreiben, mach mir das und das Bild und so und macht alles komplett. Und es wird immer besser. Und so. Das heißt, theoretisch gesehen, Foto, ich sag mal auf Deutsch gesagt, stirbt aus. Ja, so, wenn man jetzt überlegt. Deswegen alle Fotohersteller und so sagen mittlerweile, ja, Trend geht zum Mobiltelefon. Also ist Mobiltelefon ersetzt richtige Fotografie. Das ist natürlich meiner Meinung nach nicht korrekt. Ja, das heißt, diese Menschen, die mit richtiger Fotografie sich beschäftigen, garantiert wird geben, ja, weil die dann ganz andere Prinzip verfolgen. Also die verfolgen genau diese Schärfentiefe, diese 3D, diese Möglichkeit, die dann so gibt. Weißt du, diese Einstellmöglichkeit, diese Kreative. Dass solche Menschen bleiben sehr wenig übrig, weil, wie gesagt, weil diese Bequemlichkeit durch Mobiltelefon einfach so in der Hand nehmen und Mobiltelefon einmal Klick machen und fertig, erledigt. Und alle Fotos bis jetzt, also Leute so beobachten, ich habe das getestet. Wenn ich das Foto, die bei mir so, Entschuldigung, Leute sitzen, größere Bildschirm, begeistert ohne Ende, und sie sind da drinnen fließen vom Blut, sagt, was ist das überhaupt? Können deine Bilder nochmal wieder anschauen. Nochmal wieder anschauen. Also, ich habe zum Beispiel, also, übrigens, da kann man nochmal schauen. Ich, das ist meine Computer, kann ich ja sofort zeigen. Gerade jetzt, ich bekomme Nachricht, jetzt gerade vor diesem Interview, Menschen schreiben mir, so eine Gruppe da, also, Oleg, können wir gegen Win-Win-Situation, ob du ein paar Bilder von dir nochmal in diese Gruppe stellst. Also, weil wir am Tisch schon Sehnsucht nach diese Bilder, die du vorher so gesagt hast, was gibt's Neues und so, weil, also, wir sind bereit Ja, so, weil das sind ja, lebendige Bilder. Lebendig in diesem Sinne, dass die Seele dahinter das steht. hat mich so umgehauen, ehrlich gesagt, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Das heißt, ich habe gedacht, das, was ich mache, das ist so mein persönliches Problem, sage ich mal so, das ist mein eigener Geschmack oder Gedanken, weißt du so, aber nicht, dass jemand anderem so entspricht, weißt du, weil viele, Doch, 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 doch. Das Gefühl spricht immer andere Menschen an. Und das, was ich in diesen Bildern, was du da tust und machst, sehe, ist gewisse Gefühl, also anders nennen wir Seele auch damit verbunden. Und das spricht Menschen an. Das ist, für mich ist das verständlich, dass so funktioniert. Ich habe zum Beispiel so einen Test gemacht. Wir haben ja gerade vor kurzem jetzt, vor ein paar Tagen kann man schon sagen, Karibikurlaub gemacht und so. Und Also Flughafen, da bist du da gelandet.
Ja, so kann man sagen. Also zum Beispiel, wir haben dann eigentlich Urlaub gemacht, ja, so, und dann haben wir verschiedene Strände angeschaut und so. Haben gesagt, ja, da bleib mal an diese Strand, das sieht so schön aus. Habe ich ja nie an Flughafen gedacht. Also das heißt, Flughafen, also weil so zu wenig Flugzeuge überhaupt landen. Also das ist so selten. Und plötzlich aus heiterem Himmel kommt ein riesen Jumbojet und landet direkt über unseren Kopf. Und ich habe sofort Kamera einfach so aus dem, also ein Dasher schnell rausgeholt, zack, und sofort Foto gemacht. Und das war von KLM Gesellschaft und so. Und das Foto war so gut, dass ich dachte, boah, da muss ich öfter herkommen. Also, was passiert? Nächster kam hier, warte ich auf diese Flugzeuge, so wahrscheinlich kommt er jeden Tag. Also haben sie, ja, kommt jeden Tag, immer so gleiche Zeit und so. Plötzlich einfach, siehe dann KLM Team, also Crew praktisch, ja, so komplette Ausstattung, alle stehen da und warten auch auf diese Flugzeuge. Ich habe gesagt, oh, interessant, was ist das und so. Also später natürlich im Nachhinein habe ich erfahren, dass es seit 30 Jahren die Tradition gibt, die dann alle kommen und machen alle dort diese Fotos, wenn ein Flugzeug ankommt, Crew wird ausgetauscht und diese Crew macht ein Foto, begrüßt diese Flugzeug und dann fliegen sie ja nach Hause wieder, nach Amsterdam wieder zurück. Und ich habe gedacht, interessante Kombination, und Crew und Flugzeug kommt, da mache ich auch ein Foto, habe ich dann so hinten mich gestellt, so ein bisschen angerichtet und so, Foto. Und dann plötzlich kommt ein Kapitän auf mich zu und sagte, können Sie dieses Foto auch für uns machen? Ich habe gesagt, ja, okay, ja, kann ich machen, ja. So habe ich Fotos gemacht. Und das habe ich dann später erfahren. Die haben meine Fotos genommen, mit meiner Signatur sogar. Und weltweit, in KLM zum Beispiel, Internet, überall, in Social Media, veröffentlicht das Ganze. Das hat sich so wie ein Bombe eingeschlagen. Das heißt, plötzlich so viele KLM-Leute, so diese ganze Crew, diese ganze Kapitäne, all mögliche Stewardess und so haben sich bei mir gemeldet und gesagt, boah, danke, dass du so schöne Fotos machst, wir sind so Glücksgefühl auslösen, ich wäre gerne so dabei. Und nächste Crew hat sich schon bei mir gemeldet und hat gesagt, können Sie auch für uns so ein Foto machen? Also, ja, ich bin im Urlaub, ja, es geht, wir können machen. So, was passiert? Also, ich habe dann den 10 Tage übrig geblieben, dieser bis zum Ende, ja, und diese 10 Crews, die dann kamen, habe ich alle Fotos gemacht. Die waren so begeistert, also das heißt, zum Schluss war so mittlerweile, dass ich dann einfach stand da und dachte ich, oh, interessant, jetzt heute zum Beispiel so Untergang ist anders, ich mache jetzt ein Foto, weißt du, und dann eine Crew hat sich gar nichts gemeldet und so bei mir und die sagen, nur gut, muss nicht sein, das ist kein Problem. So. Also mein Gedanke war zum Beispiel, diese Crew, die sie fotografiert haben, die waren so glücklich oder diese Glücksgefühle, die dann so auslösen, hat natürlich so bei mir so sofort so eine Art, so eine, so ich sag mal, so ein gemeinsames Glücksgefühl ausgelöst. Also ich sage, boah, dann Leute glücklich gemacht. Also, weißt du, so macht Spaß. Also, Das ist ansteckend. ja, anstecken, so, das macht Spaß. Also, weißt du, wie sie glücklich sind, so, wie kleine Kinder, so praktisch, ja, so. Also, und ich habe nicht mehr gefragt. Die haben so Hightech-Kamera, die haben ihre Handys, die haben alles, ja. Können auch Fotos machen, überhaupt kein Problem. Sagen, na, ihre Fotos, irgendwas Magisches. Sie machen irgendwas mit diesen Fotos oder so. Das macht sofort Glücksgefühl. Die sagen, ah, das machen wir Experiment weiter. Ich stehe da einfach so, mache ich dann Fotos. Und diese Crew, die jetzt kam zum Beispiel, haben mich nicht gefragt, aber sie stehen mit ihrer iPad und so und dann betrachten meine Fotos und sagen, boah, wenn du so gerne auch so Fotos gemacht, so wie jetzt diese Fotos. Leider, diese Hello ist nicht dabei. Ich sage, Moment, ich bin Hello. Ich stehe da. Ich sage, was? Also, weil niemand hat mich gesehen. Also ich habe keine Fotos, wie ich aussehe. Also Klar, sie haben nur meine Fotos mit meiner Signatur gesehen. Und ich sehe, wie alle begeistert meine Fotos anschauen und sagen, leider ist heute nicht dabei. Also hätten wir gerne so gehabt. Also und dann hat sich so immer weiterentwickelt. Ja. Und deswegen hat mich dann immer weiter auf Ideen gebracht. Also sah ah, interessant, wenn das so ist, so ansteckend, dann vielleicht kann man Unternehmen zum Beispiel. Also was wäre wenn? Und habe dann ein paar Unternehmer zum Beispiel Fotos geschickt und die haben gesagt, wow. Wenn man zum Beispiel so deine Fotos bei uns in Besprechungsraum machen könnte, also so in Fototapete, dann kann man zum Beispiel auch diese Menschen, die dann so sitzen da, vielleicht motivationslos, sag ich mal so, diese ganz andere Seele so ein bisschen übertragen, dass sie ein bisschen andere Atmosphäre schaffen, andere Gefühle, so andere Möglichkeiten und so. Ich sage, ja, natürlich, warum nicht? Ja, also das heißt, in diesem Sinne tut sich neue Ideen entstehen. Warum nicht diese Fototapete machen zum Beispiel? Oder Fototapete vielleicht auch in Richtung, egal was, ob das ist Besprechungsraum oder Erholungsraum, also wo man Menschen praktisch sich komplett, also einfach so, also Sinn der Sache ist, weggebannt wird. Also Mensch geht rein und sofort, wow, also das muss sein. Also wenn zum Beispiel fühlst du, ja, so ein Foto, so 0,15, dann ist nicht richtig, also es darf nicht sein. Also Also. es ist so, dass man sich Gedanken machen muss mit Ja. Bildern machen. Und natürlich Technik muss man auch beherrschen, das ist Ja, auch klar. genau. Und du hast schon riesige Erfahrung gesammelt in dem Ja. Bereich.
Das bedeutet auch, dass du das auch vermitteln kannst den anderen Menschen. Zum Beispiel bei dieser Kuh, zum Beispiel diese KLM, zum Beispiel Fluggesellschaft, ich habe dann sofort über Nee, Nacht. es geht mir um was anderes, dass du das vermitteln kannst Nee, den ich anderen wollte. Menschen, wie man das Ah macht. ja, Es das, geht mir nicht so, ja. das ist Ja. klar, dass in deinen Bildern das Gefühl vermittelt ist. Es geht Ja. mir nur um Vermittlung der Ja. Technik, der Einstellung, weil das geht Ja. nicht nur um Technik, weil das geht grundsätzlich um eigene Einstellung, Ja, die man ich hat. habe zum Beispiel jahrelang erstmal nicht getraut, irgendwelche Fotokurse zu machen, weil ich sage, es gibt genug schon da. Weißt du, musst du im Internet schauen, da gibt es tonnenweise wirklich tausende, tausende, tausende von Lernvideos und so über Fotografie oder so. Ja, genau. Was soll ich dann noch erzählen? Das ist alles schon gesagt und so. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber durch diese Sachen, was da zwischendurch passiert haben und Menschen haben mich sagen, motiviert oder aufgefordert, wir wollen bei dir lernen. Hab gesagt, okay, machen wir, Also ja. hast du was Neues quasi Ja, kreiert jetzt? genau. Und da habe ich praktisch meine Ansichten, so wie ich denke, so praktisch übertragen. Also viele, die haben schon so viel, so heimliche Ausstattung gekauft haben und so bei Canon und andere Sachen, ja. Die haben alles ausverkauft und jetzt kaufen das, was ich empfehle. War so. Und das Ganze sitzt alles, funktioniert alles, ja. Sofort Glücksgefühle. Obwohl, wie gesagt, so mittlerweile moderne Kameras so, so gut sind. Aber ich habe festgestellt, plötzlich bei Menschen so viel Klick gemacht hat, ja. Und sie haben tatsächlich gelernt. Die haben tatsächlich deutlich besser geworden. Also kann man nicht sagen, dieses ist alles perfekt und so, weil Fotografie unbegrenzte Möglichkeiten, sich zu weiterentwickeln. Also von der Wahrnehmung, von der diese ganze Informationsverarbeitung, von der Tiefe, diese Schärfentiefe zum Beispiel, weil zum Beispiel Mobiltelefone, die so oberflächlich ist flach, das ist so flach, dass man Seele austreibt dadurch. Ich denke, Deswegen. das ist das Ziel, Das dass war es so, weil flach jeder bleibt. schaut mittlerweile auf Mobiltelefon und ich habe schon getestet, ich habe zum Beispiel Bilder, die so Menschen begeistert, an jemanden geschickt, der so, nur ich weiß genau, 100%, der wird auf Mobiltelefon anschauen. Und diese Menschen sagen, diese Bilder gefallen mir Das sind überhaupt die nicht. identisch wie andere. Ja, das ist nichts Besonderes, überhaupt gar Weil nichts, das so, weißt du. Gefühl, genau Ja, die Seele, ist ja. damit nicht übertragen. Das ist das, damit Genau. mit Handy kann man das nicht anschauen. Genau, das war so Vortreffer. Genau so hat er reagiert, sagte, das ist gar nichts. Das ist 0,15, nichts Besonderes und Ja, so. klar. Und ich habe gesagt, gut, da habe ich nichts anderes erwartet. Dann habe ich ihn wieder getestet, da haben wir Bilder genommen, wo speziell manipulierte Bilder, wo sehr starke Farbe, so stark nach vorne, so ein bisschen so stark, weißt du, so wie Homepage, weißt du, wenn ein bisschen blinkt und so, dann primitive Leute sofort reinfallen in die Sache, so wie, weißt du, wie diese Motten nach Licht fliegen, Ja, weißt du, so, weißt du. ja. Und so habe ich dann so getestet, ja, tatsächlich, das Bild, wow, dieses Bild gefällt mir so gut. Das war so stark manipuliert, weißt du, auf diese hässliche Geist Weil abge, kommt so. auf Geist, kommt nicht auf Ja, diese geistige, genau, auf diese genau, Seelenebene, das, kommt nicht auf das. ja. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt kann man natürlich, trennt sich Spur von Weizen, jetzt kann man natürlich schauen, so auf diese Weise kann man auch Menschen testen, zum Beispiel schauen und so weiter. Weil, wie schon sagte, wenn jemand Tapetenkleber isst und schmeckt nach Joghurt, ja, Ja, klar. also, oder irgendwelche Fleisch, der keine Fleisch isst und so, weil er irgendwie anders, also dann sage ich, okay, jetzt verstehe ich, also irgendwie diese Verstufung so stark, dass es, welche Auswirkungen hat das Ganze auf Menschen? Natürlich sehr große Auswirkungen, weil Menschen, die zum Beispiel Bilder entstehen im Kopf, wenn du das Ganze verarbeiten kannst und das Ganze darstellen kannst und wiedergeben kannst, das ist eine riesige Rechenleistung, riesige Arbeit. Und je höher Konzentration und diese Bildqualität, umso mehr Entwicklung, persönliche Entwicklung. Das ist Konzentration steigt, weil Nervensystem trainiert sich, Immunsystem trainiert sich, weil durch diese Konzentration Energiestärke wird mehr, Immunsystem ist stärker. Also diese Sinne schärfen. Du siehst Dinge, die vorher nicht gesehen hast. Also dieses viel präzise, viel genau, diese schönen Dinge, diese Leben plötzlich bekommt andere Farbe. Also ich habe mittlerweile so viele Rückmeldungen von Menschen, die schreiben mir so jeden Tag Liebe-Romane, Liebesromane schreiben. So, seit dieser Fotokurs zum Beispiel, ich sehe Leben mit ganz anderen Farben, hast mir ganz neue Universum eröffnet, andere Möglichkeiten eröffnet und so. Das heißt, plötzlich Menschen bedanken sich dafür, dass ich so Lebenslust wieder zurückgegeben habe und andere Sachen. Also das heißt, da passiert so viel auf alle Ebenen gleichzeitig und wie gesagt Ja, auch dass Körpertraining. da Augen sind ein sehr wichtiges Organ, was wir haben. Das, was ich am Anfang gesagt habe, so viel wir nehmen auf durch die Augen. Und natürlich spielt das eine extrem wichtige Rolle. Und wenn jemand das betrachtet, wieder solche Bilder und diese schönen Gefühle bekommt, dann ist natürlich Auswirkung auf den ganzen Körper. Also zum Beispiel, wenn wir Fotokurs machen und ich habe gesagt, wir fotografieren prinzipiell nicht mit Stativ, ohne Stativ, ja. Also weil du musst wirklich Körperhaltung, die Nuancen, Winkel und so weiter und so weiter. Alle berichten danach, dass sie Muskelkater im ganzen Körper haben. Weißt du, diese Verschmelzung Körper, Geist und Seele, diese Feinmotorik, diese Einstellung, jeder Atemzug zählt. Das ist tausendmal besser als irgendwelche Schießübungen. Also wenn man so diese Fotos schießt, ja, das ist nicht rein zufällig. Also sage ich dazu, diese Präzision, diese Einstellung, weißt du. Das hat so viel Einfluss,
dass ich gedacht habe, Moment mal, das ist komplett neue Sportart. Weißt du, das ist eine komplette neue Denkweise, neue Möglichkeit, weißt du. Und dann natürlich bist du gezwungen, das logischerweise nicht mit Handy anzuschauen, Mobiltelefon, sondern du hast ein bisschen größere Bildschirme, größere Sachen und so weiter. Und noch besser, wenn man diese Bilder ausdruckt. Wenn man diese Bilder ausdruckt zum Beispiel, und dann irgendwas so richtig so plastisch hat und so, dann ist es wiederum schon ein anderes Niveau, sag ich mal so, ganz andere Wirkung. Also das heißt, da habe ich auch angefangen, damit mich sehr stark intensiv zu beschäftigen. Und haben festgestellt, dass hat wirklich tatsächlich sehr starke Veränderungen bei Menschen so verursacht hat. Also zum Beispiel, deswegen auch Menschen immer wieder nachfragen jetzt, diese Bilder zum Beispiel mache ich auch jetzt. Und diese Ideen zum Beispiel dann immer wieder sprudeln, sage ich mal so, zum Beispiel, ob das jetzt Fototapete oder das ist nur Foto in Bild, zum Beispiel zu Hause immer. So, das ist halt ein Fenster in andere Realität, in andere Universum, weißt du. Und das, weißt du, kann man Bilder so schön reden, kann man alles Mögliche erzählen. Deswegen Sinn der Sache ist, dass Mensch praktisch sofort, ich sag mal so, einfach sieht und sofort in andere Welt sofort weggeht. Also kann nichts dagegen wehren. Weißt du? So muss das sein. So ist richtig so. So. Dann Und weiß ich genau, und das ist genau das Richtige. das kann man bei dir lernen. Das versuche ich jetzt mal beizubringen, ja, Ja. das erzähle ich und so. Und ich muss sagen, bis jetzt, diese Konzepte, 4 Tage, zum Beispiel Fotoseminar, 4 Tage. 4 Tage, ja. Wow. Also, das heißt, hat sich am besten bewährt. Also um 2 Tage keine Chancen. Also ich habe schon gesehen, im Internet gibt es ja viele Fotokurse für 2 Tage und so, Fotoreise. Das ist so betreutes Kindergarten, würde ich mal so. Weißt du, so Leute laufen zusammen, Hauptsache ein bisschen Urlaub, ein bisschen mit interessanten Menschen. Du brauchst Zeit, du musst sehr viel erklären, sehr viel experimentieren, wir müssen machen, wir müssen anschauen, wir müssen korrigieren, wieder erklären, wieder anders. Also wir müssen Schritt für Schritt gehen. Ich habe festgestellt, wenn man nur gesamt erzählt, funktioniert nicht. Also muss man wirklich Menschen nehmen und von null aus, was so besser, wenn überhaupt keine Ahnung davon hat, das Beste. Und so langsam aufbauen, dann kommt nächster Schritt. Wenn ich jetzt vorher, sagen wir mal so Dinge, komplexe Dinge vorher schon erzähle, passiert nichts, funktioniert nicht. Also ich muss erstmal so weit Menschen bringen auf diesem Niveau, dass überhaupt anfängt, anders zu denken. Und dann nächste Tür öffnet sich. Und dann erzähle ich dann, ah, jetzt verstehe ich, warum, wieso, weshalb. Ja, ah, jetzt so und so. Jetzt ganz anderes Niveau, ganz andere Reife, ganz andere Blickwinkel, ganz andere Vorgehensweise, weißt du, und weil bis jetzt, wenn ich jetzt Menschen so kommen zu mir und zum Kurs, wenn ich sage, bringt mir zum Beispiel was nicht, 5 oder 10 deine beste Bilder, die du überhaupt kennst, so wie du selber gemacht hast. Die bringen die Bilder hier, zum Beispiel schauen das Ganze an und sagen, guck mal hier, wie ist es Wirkung auf, für dich und für andere und so, was willst du überhaupt sagen, was wir Küsser damit sagen will. Dann stellt sich heraus, ja gut, also, das ist so manchmal so, wie soll ich sagen, so flach das Ganze, weißt du, denkweise so. Das Das ist verstehe ich. diese Flache, diese Seelenlose, das Ganze so stark präsent, überall. Menschen merken es schon gar nicht mehr selber. Weißt du, schon so gewöhnt an diese ganze Oberflächliche, auf diese ganze Flache, diese Leblose und so. Das ist so schockierend, das ist wirklich so. Und deswegen, das ist diese Wiederbelebung, diese Kursgeschichte, ja, das ist natürlich eine super Sache, weil dann erstmal muss Menschen nicht so super tolle Ausstattung haben. So kann man mit Kamera sein, muss nur manuelle Einstellungen möglich sein. Ja, eben manchmal Empfehlungen zum Beispiel, was man machen kann und so mache ich auch. Ja, Da das muss man heißt einfach lernen, das ja. Bilder zu machen. Also Bilder, die tatsächlich in Erinnerung bleiben. Bilder, die das Genau. vermitteln. Und Das ist nicht nur Klicken. das Das ist geht, es viel, geht, es viel geht, es mehr geht drin. um Zeitmaschine, es geht um eine Glücksmaschine, Ja, es genau. geht einfach um zusätzliche Dinge mit alle Sinne. Erreicht mit alle Sinne musst du voll da eintauchen. Das geht um Training für Körper, Geist und Seele, allein für sich allein, nicht um jemanden zu beeindrucken, auf keinen Ja, Fall. klar. Also das ist und dann vielleicht nur ein wichtiger Punkt zu erwähnen nochmal. Was hat mich so motiviert hat, überhaupt darüber zu sprechen, muss man sagen. Weißt du, weil ich mit dem Thema Energiemanagement mich sowieso beschäftige und Leute kommen sowieso zu mir schon aus ganzer Welt und lernen bei mir, was so Energiemanagement, dieses Verständnis, Energieheilung, das Ganze alles pro und so. Und das habe ich dann so einmal irgendwo gelesen. Es gab eine lange Studie, zum Beispiel haben Kinder beobachtet und diese Kinder, weißt du, die malen es einfach so. Und haben zum Beispiel festgestellt, wenn man die untersucht und so, Blutuntersuchung, alles Mögliche, einfach so sitzt es mal in irgendwelche Bilder. Die haben größte Glückshormone im Blut. Also, ja. Bitte schön, was für Ja. Potenzial da Das steckt. ist größte Glückshormone, also Menge im Blut praktisch, nachgewiesen. Diese Glückshormone, also diesen, also was andere sagen würden, die unter Drogen sitzen oder was, also die sind komplett high bis zum geht nicht mehr, weißt du. Die malen Bilder einfach für sich, Kinder, einfach so, harmlos, ja. So, und dann haben diese Studie dann weiter und gesagt, okay, was wäre wen? Und haben angefangen, diese Kinder zu manipulieren. Also sie haben praktisch eine Gruppe aufgeteilt und haben gesagt,
Hälfte von der Gruppe sollte bleiben, wie es ist, sollten weiter so malen und Hälfte manipulieren wir zum Beispiel. Wir haben gesagt, aber wenn du dieses Bild so machst, wie es mir gefällt, dann kriegst du noch Belohnung dafür. Also, die sollten was und das nachmachen. Ja, also, die und das sind welche Bilder machen, die mir gefallen. So. Mhm. Was passiert? Kinder, okay, und Belohnung, ja, okay. Und dann fangen Kinder an, Bilder zu malen für Belohnung. Also, und haben festgestellt, wie es sofort diese Glückshormone verschwunden, komplett bei Kindern. Und diese Glückshormone nur dann aufgetaucht, nachdem praktisch diese Belohnung stark genug war. Zuerst, aber diese Glücksgefühle kommen wegen Belohnung, nicht wegen dieser kreative Arbeit. Genau. Weißt du, was passiert? Wir haben festgestellt, die müssen brauchen immer größere Belohnung, immer mehr, sonst also, kam gar nichts mehr. Ja. So, dass man das. Rest, zum Beispiel Kinder waren praktisch so in so tiefe Loch gefallen, sag ich mal, so psychisch gesehen. Mhm. So, und dann waren sie natürlich schwer enttäuscht, wenn diese Belohnung nicht kam, Lebenskrise ausgelöst, Probleme ohne Ende, ja. Und dann haben zum Beispiel diese Menschen, diese Kinder, haben, was nicht, 20, 30 Jahre später beobachtet, weiter beobachtet, was mit denen passiert. Mhm. Und diejenigen, die zum Beispiel diese Gruppe, die einfach diese Bilder für sich gemalt haben und das Meinung anderen interessierte nicht, die waren erfolgreichste, klügste, gesündeste überhaupt. Diese andere Gruppe, die dann für Belohnung gearbeitet hat, also später als Erwachsene, größter Teil waren katastrophale Zustände, Versager, gescheiterte Existenzen, gesundheitliche Probleme, viele praktisch frühzeitig gestorben und so weiter. Das ist verständlich. Wir haben zugelassen, dass die Seele sich austoben konnte mit diesen Bildern und dass die Seele quasi Einfluss auf das Leben hatte. Die anderen haben das blockiert. Ja, genau das. Weißt du, ich muss dazu sagen, auch diese Blockieren. Weißt du, das heißt, ich habe das nicht dann zufällig so gedacht, okay, aha, ich mache das für so für mich. Ich habe das gemerkt. Ja, klar, diese, es geht um sich in erster Linie. Ja, für und sich das ist, ich habe, wie gesagt, nicht gedacht, dass ich mit jemandem überhaupt darüber rede, weißt du, weil genug Informationen schon da sind, genug alles gibt, alles, was man lesen, Bücher, alles komplett. Aber warum trotzdem so nicht funktioniert? Warum das Ganze? Ja, so. Und so, warum so viele kamen auf mich zu und haben gesagt, kannst du nicht so und so machen und was hast du mit Bildern gemacht? Das strahlen ganz anders aus und so. So, ja, das ist diese Gedanken, diese Einstellung, diese Strategie, dieses Verständnis dafür, weißt du, das ist, ich habe komplett andere Verständnis dafür und so. Und ich rechne nicht damit, dass jemand überhaupt gefällt, aber was ich gemerkt habe, wie viel das mir zurückgebracht hat, weißt du, so für meine Seele, für diese Wiederherstellung, für Glücksgefühl. Also ich mache als Beispiel, ich wache auf und ich habe manchmal so starke Bedürfnisse, so ein Fotoapparat zu nehmen, spazieren zu gehen, ein Foto machen und so, oder also ein Bild aus dem Fenster zu machen. Und dann diese Foto habe ich gemacht, okay, aber dass ich dann auf eigene Fotos Sehnsucht bekomme und diese eigenen Fotos 10, 20 Mal am Tag anschauen werde, also ich habe stärker Bedürfnis, diese Foto wieder anzuschauen. Ich habe gedacht, Moment, was ist jetzt passiert? Weil ich kenne diese Bild, ich weiß schon nicht, ich war gerade jetzt, vor ein paar Stunden habe ich das gesehen. Bedürfnis war so stark, diese Bilder anzuschauen, dass ich gedacht habe, das ist nicht normal. Also sowas noch nie erlebt, dieses Gefühl, diese Verlangen. Okay, ich habe das, vielleicht das mein Problem und so. Vielleicht. Nö, ich denke, dann, das ist und, bei allen so. Aber weißt du, was interessant ist? Und dann habe ich, also nachdem ich dann meine Bilder, ein paar Leute weitergeschickt habe und so, die haben das ein bisschen angeschaut, haben gesagt, Oleg, ich sah dann Bilder 10, 20 Mal am Tag. Und so, ich habe so starke Bedürfnisse. Ich sage, Moment, ich habe das Gleiche. Ich sage das nur bei mir so, weißt du. Also, und dann habe ich überlegt, aha, das ist tatsächlich so. Das ist diese Bilder, die Seele ansprechen. So, und das ist das, was super, super, super wichtig ist. Also diese Wiederherstellung von der Seele, weißt du, diese ganze Wiedermöglichkeiten zu zeigen, diese Möglichkeit zurückzugehen oder diese ganze, diese Türen zu öffnen und diese ganze Gedächtnis aktivieren und diese Gedächtnis praktisch hast du dann diese Fotos für dich, denn die wirklich da sind, ja, die wirklich dann tatsächlich Wirkung haben, aber nicht nur manipuliert und so für Geist und so und sonst vergessen, ja, und so, wo du wirklich tierische Sehnsucht hast, immer wieder diese Bilder zu schauen, weißt du, so. Das ist das. Und natürlich muss man da sagen, diese ganze Voraussetzung muss erfüllen. Nicht Mobiltelefon, ja, sondern wirklich andere Bildschirme und andere Möglichkeiten und so, ja. Oder ausgedruckt und so weiter, ja. Also, das muss man auch darüber reden, natürlich. Aber diese Gedanke, zum Beispiel, zum Seele zum Beispiel zu sprechen, also mit Seelen, sagen wir mal so Wiederherstellung und so, das habe ich bis jetzt komischerweise Internet so, diese Videos nicht gefunden. Also, niemand spricht darüber, weißt du. Alle sprechen von welche Bilder manipulieren und schöner machen, Himmel austauschen oder Bauchstrafe machen oder irgendwelche so Pickel dann wegnehmen oder sowas. Also diese Foto manipulieren und so. Alle sprechen so von solchen Sachen, aber so richtig so Seelenfotografie oder so habe ich bis jetzt nicht. Und ich habe gedacht sogar, weißt du, ich habe sogar gedacht, dass es zum Beispiel
wenn man jetzt zum Beispiel im Firmenbereich sogar, kann ich mir so gut vorstellen, also nicht irgendwelche 0 auf 15 Bilder nehmen, die sie irgendwo gekauft haben, also so, sondern einfach irgendwelche Bilder machen, wo Seele von der Firma praktisch hergestellt wird. Also, das sind Kunden praktisch, die dann diese Bilder im Internet anschauen, also Homepage sagen, boah, diese Firma will ich unbedingt, was nicht kaufen, ich will diese Bilder, oder ich will diese Firma Produkte von dieser Firma haben, ich will das haben, ich will das haben, das haben. Also, weil die Seele von der Firma so präsent, also so, das Ganze nach dem Motto, diese Bilder liefern schon so viel Energie, so viel Glücksgefühl, die sagen, die Produkte werden genauso. Weißt du? Verstehe ich. Also, das ist Ja. das Gedanke dahinter, weißt du, wo ich dann überlegt habe und so. Das hat mich so, bei KLM, diese Fluggesellschaft, hat mir genau das auch gezeigt, dass tatsächlich so, würde so stark reagieren und so. Wenn sie so ein Bilder, zum Beispiel KLM offiziell machen würden, dann wären wahrscheinlich diese Fluggesellschaft, wenn Leute mehr fliegen wollen. Wahrscheinlich Ja, allein, klar. wenn die so Bilder sehen würden, nicht 0 auf 15 Bilder, die so manchmal überbelichtet von welcher Agentur 0 auf 15 gemacht, so, weißt du, ja. Aber so richtige Bilder mit Seele von dieser Firma übertragen, mit alles, was dazugehört, weißt du, mit Komplex. Dann werden sie sagen, Leute, ich will diese Fluggesellschaft fliegen, unbedingt. Also, diese Fluggesellschaft macht mich glücklich, ja. Und so, und. Okay. Oleg, das ist sehr, sehr spannendes Thema. Ja, und ich kann nur allen meinen Zuschauern empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn jemand das lernen möchte, dann kann bei dir also einen Kurs belegen und so Bilder lernen, wie man Bilder macht, die seelenvoll sind, nicht seelenlose Bilder. Und da kann ich nur wärmstens empfehlen. Und Oleg, vielen, vielen Dank für das Gespräch und hoffe ich, wir werden in der Zukunft wieder ein paar neue Themen aufgreifen und auch solche interessante Gespräche führen. Vielen Dank. Genau.